ehemalige zweifache Champion im Leichtgewicht und Weltergewicht der GMC, wurde den Fans in der millionenschweren Tippsport Gamechanger Pyramide vorgestellt. Marcel Mohamed Grabinski ist ein erfahrener Matador mit über 30 Profikämpfen, von denen er die meisten vorzeitig gewann. In der Tippsport Gamechanger Pyramide hat er es bis ins Viertelfinale geschafft, aber sein Feldzug bei Octagon ist damit noch lange nicht zu Ende. Der Beginn, wo ich das erste Mal MMA trainiert habe, war auf jeden Fall faszinierend. Ich war direkt geflasht vom MMA und wusste direkt, dass das der Sport ist, den ich auf jeden Fall mein weiteres Leben machen möchte. Also ich habe im jungen Alter mit Kampfsport angefangen, habe dann zwischenzeitlich Fußball gespielt und bin dann, wie gesagt, im Alter von 16 Jahren zurück zum Kampfsport gekommen und habe direkt mit MMA angefangen. Die Inspiration habe ich auf jeden Fall damals von meinem damaligen Trainer bekommen. Er war einer der ersten in Deutschland, der mit MMA angefangen hat. Er kam auch aus der gleichen Stadt wie ich. Er hatte ein kleines Gym in unserer Stadt. Ich habe damals seine Kämpfe auf YouTube mir angeschaut und das war mehr oder weniger so meine Inspiration, dann auch mit Kampfsport und insbesondere mit MMA anzufangen. Auf MMA betrachtet in der jetzigen Zeit ist für mich Joe St. Pierre, weil er einfach alle Faktoren, nicht nur jetzt spezifisch auf den Sport, sondern auch menschlich und charakterlich zusammenbringt. Und er ist für mich einfach sportlich wie auch menschlich gesehen eine Vorbildfunktion. Dazu gehören auch noch unter anderem Khabib Nurmagomedov und in der Vergangenheit auf jeden Fall natürlich Namen wie Muhammad Ali. Das Härteste auf jeden Fall in meiner MMA-Karriere war meine erste Verletzung. Und es war keine Trainingsverletzung, sondern es war eine Stichverletzung, die ich im alltäglichen Leben bekommen habe, die mich mehrere, nicht Wochen, sondern Monate zurückgeworfen hat, wo ich zwei Notoperationen machen musste und von da dann halt wieder zurück zum Sport und generell ins Leben zurück musste, war mit einer der härtesten Rückschläge und Aufgaben, die ich dann meistern musste. Einer meiner größten Erfolge im MMA war auf jeden Fall, dass ich hier national auf damals der größten deutschen MMA-Organisation Doppelchampion war. Von da aus dann ins Ausland gehen konnte, auch auf eine größere Organisation und von da den Sprung dann definitiv nach Octagon geschafft habe, wo ich Short Notice in das Tippsport Gamechanger Turnier, in das ja wohl größte europäische Turnier reingerückt bin und dann im ersten Kampf direkt den Turnierfavoriten in der ersten Runde finishen konnte. Die Lebensphilosophie ist auf jeden Fall von mir. Ich lebe natürlich nach dem Sport, ich lebe nach meiner Religion, ich lebe für meine Familie. Das sind somit einer der drei wichtigsten Dinge in meinem Leben und das ist einfach so meine Lebensphilosophie. Ich habe ein gutes Mindset mittlerweile fürs Kämpfen, ein gutes Fighter-EQ. Das macht einfach die ganze Kampferfahrung. Ich habe mittlerweile über 30 Profikämpfe. Nichtsdestotrotz gehe ich immer nach vorne, also ich bin immer offen für das Finish, immer für den Schlagabtausch. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du, aber ich bin auch der Meinung, dass man den Zuschauern und den Fans auf jeden Fall einen guten Kampf bieten muss. Ich kämpfe auf jeden Fall für meine Legacy. Ich kämpfe gegen die besten Leute der Welt. Ich will gegen die besten Leute der Welt kämpfen. Ich gehe keinen Kampf aus dem Weg. Ich kämpfe, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich mein Geld damit verdiene, weil ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene und meine Familie damit ernähre und weil es einfach, wie gesagt, meine Leidenschaft ist. Einer meiner größten Träume ist auf jeden Fall noch, das Turnier zu gewinnen. Ich bin ja zurückgewählt worden von den Zuschauern in das Tippsport Gamechanger Turnier. Ich bin jetzt als Reservekampf und das ist immer noch auf jeden Fall mein Traum. Eventuell, wenn sich jemand verletzt oder das Gewicht nicht schafft, zurück in das Turnier gewählt zu werden und dort dann das Finale und den Sieg im Finale zu holen. Mein nächster Gegner Apollo ist natürlich ein sehr starker und erfahrener Mann, wie auch meine letzten beiden Gegner bei Octagon. Ich kenne Apollo auch noch von einem Fightcamp von mir, habe natürlich auch so zwischendurch seine Kämpfe verfolgt und bin natürlich jetzt froh, so einen starken und erfahrenen Mann als nächsten Gegner zu haben. Apollo, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf, verbringe nicht so viel Zeit bei OnlyFans, sondern konzentriere dich auf den Kampf. Vorbereite dich gut. Ich weiß, du hast schon sehr viele Kämpfe, du bist am Ende deiner Karriere. Ich freue mich sehr auf den Kampf, ich freue mich auf eine Schlacht in Frankfurt. Du hast auch schon in Frankfurt gekämpft. Frankfurt ist sehr nah bei meinem Zuhause. Lass uns den Zuschauern auf jeden Fall einen guten Kampf liefern. Festhallenatmosphäre bei euch zu Hause im Pay-Per-View auf octagon.tv.